Hallo, heute habe ich ein neues Basic für euch, und zwar wie man Modelliermasse richtig backt und was man beachten muss. Was ist Fimo und wie wird es gebacken? Fimo ist eine ofenhärtende Modelliermasse, die hauptsächlich aus Polymer, Polyvinylchlorid besteht und dazu farbige Pigmente enthält. Zum Aushärten braucht sie eine gewisse Backtemperatur und eine gewisse Backzeit. Und was benötige ich jetzt alles zum Backen? Man braucht einen ganz normalen Haushaltsofen. Optional wäre dieses Ofenthermometer von Fimo, das ihr mit in den Ofen reinstellen könnt, um somit die Temperatur konsistent im Blick zu haben. Das eignet sich besonders, wenn der Ofen sehr alt ist oder ihr sehr unsicher mit der Temperaturzahl des Ofens seid. Dann benötigen wir eine Form. Ich habe hier vorzugsweise eine aus Metall gewählt. Ihr könnt auch eine aus Glas nehmen oder eine Kachel wie hier aus dem Baumarkt. Ihr könnt aber auch das Backblech nutzen. Dann benötigen wir noch Backpapier oder Alufolie. Das ist besonders wichtig, wenn ihr die Form vielleicht noch für etwas anderes nutzen wollt als für Fimo. Und außerdem brennt euer Fimo auch nicht auf dem Boden ein oder bleibt doll kleben. Und somit ist es gewährleistet, dass ihr es sehr gut rausbekommt. Und wie backe ich jetzt eigentlich Modelliermasse? Inzwischen haben wir eine ganze Menge verschiedener Arten von Modelliermassen. Ich kann euch sagen, dass sie zumindest fast alle gleich sind und dass ihr sie auch miteinander kombinieren könnt. Wichtig ist, dass ihr von der jeweiligen Modelliermasse euch die Packungshinweise gründlich durchlest, weil sie auch da wieder Unterschiede haben können. Aber eins ist ziemlich gleich: Sie dürfen niemals über 130 Grad gehen, denn sonst könnte euer Fimo verbrennen und auch in dem Sinne giftige Dämpfe ausscheiden. Ihr legt als erstes die Form aus und dann drapiert ihr euer Fimo ganz säuberlich da drauf, damit es nicht verrutscht. Nun stellen wir den Ofen richtig ein und heizen ihn vor. Wichtig ist, dass Modelliermasse immer bei Ober- und Unterhitze gebacken wird. Wenn unser Ofen nun die richtige Temperatur erreicht hat, legen wir unser Fimo mit der Form auf mittlere Schiene. Bitte beachtet, dass ihr niemals Modelliermasse und Lebensmittel zur gleichen Zeit backt. Und dann stellen wir unsere Uhr auf ca. 30 Minuten. Modelliermasse ist nicht unbedingt giftig, wir sollten aber trotzdem die Dämpfe nicht einatmen und gut lüften, während wir backen. Nach ca. 30 Minuten stellen wir den Ofen aus, öffnen ihn vorsichtig, damit die heiße Luft uns nicht entgegenkommt, und holen das Fimo dann mit einem Ofenhandschuh vorsichtig heraus. Es ist nicht schlimm, wenn euer Fimo mal länger als 30 Minuten backt, nur kürzer als 15 Minuten könnte es dann eventuell brüchig und weich bleiben. Nun sollte das Fimo auskühlen, und wenn eine zu starke Temperaturschwankung zwischen dem Ofen und draußen ist, solltet ihr noch ein Küchentuch drüber legen, damit das Fimo nicht zu starke Temperatur ausgesetzt ist, weil unter Umständen könnte es sonst brechen. Und nachdem sie nun abgekühlt sind, können wir unsere kleinen Werke nun lackieren, anmalen oder weiter bearbeiten. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch geholfen und ihr konntet ein bisschen was daraus mitnehmen. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder Unklarheiten da sind, dann stellt sie mir unbedingt in den Kommentaren, damit ich da im nächsten Video nochmal drauf eingehen kann. Ich würde mich sehr über ein Däumchen von euch freuen, und wenn ihr noch weitere Wünsche zum Thema Basics habt, dann schreibt sie mir doch bitte. Und wenn ihr jetzt noch weitere Videos sehen wollt, dann klickt doch nochmal hier, da habe ich das Schmuck-Essential-Video, was ihr alles dafür braucht, um Schmuck zu machen, und das Video zum Fimo richtig sauber halten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Backen, wir sehen uns im nächsten Video, wenn ihr mögt. Bis dann, tschüss!